Vor nicht allzu langer Zeit ist das Regio TV Plus entführt worden, und zwar in Oberwil. Ich habe ein Telefon gekriegt, der Marco Schudel hat mir angerufen. Wir haben den noch vor der Weihnachten mal gebracht. Er ist ein sehr spannender Musiker, der hier in der Region mit vielen Bands zusammenspielt. Und er hat gesagt, Danny, ich habe etwas ganz Spezielles für dich. Ich habe dir eine Gitarrenwerkstatt. Und ich bin natürlich gerade abgesägt und habe gesagt, okay, das können wir auch später einmal bringen. Ja, jetzt habe ich natürlich vor lauter Plaudern die Namen schon wieder vergessen. Magor. Genau. Ah, Judy Hui, woher kommst du? Und wie ist die Geschichte dahinter, dass du hier heute Gitarre baust? Ich bin hier in Basel aufgewachsen, also Basel-Stadt. Der Name ist ungarisch. Die Eltern sind damals von Ex-Jugoslawien, ich glaube so in den 70er Jahren mal hier. Aber ich bin hier ein typischer Secondo, hier der Basler, der hier daheim ist. Und wo du Gitarre baut, ist denn das aus der Familiengeschichte raus schon in dem Fall? Wenn ich höre Ungarn, denke ich, oh, die haben auch sensationell Geige gespielt und so. Ist das irgendwie aus der Familie raus? Oder warum hast du auch von Gitarre bauen? Ich habe bei mir gesehen, geniale Musik, gehen wir nachher drauf ein. Das ist einfach so eine, das ist entstanden, der Wunsch. Ich habe irgendwann einmal geflickt, immer wie mehr geflickt. Und dann kommst du einfach ein bisschen rein. Und meine grosse Liebe ist eigentlich bei diesen Jazzgitarren. Und ich bin so reingerutscht. Also, das war kein Plan von Anfang an. Das hat sich ergeben. Also, erzähl, reingerutscht in was? Mein Herz geht immer auf, wenn ich in so eine Werkstatt reinkomme, in ein Atelier, wo ich sehe, wo Menschen etwas entstohlen. Du bist nicht ganz alleine da. Was ist die Geschichte hinter dieser Werkstatt? Also, ich war immer auf der Suche. Ich hatte immer so in der Zwischenmiete irgendwie ein Atelier gehabt und war immer auf der Suche endlich nach einer richtigen Werkstatt. Und die Gelegenheit hat sich hier zu Oberwil gegeben. Meine Frau hat gesagt, jetzt gehst du das anschauen. Und es war zu gross, das habe ich gesehen. Aber ich wusste, dass der Andi, der baut auch Gitarren, dem angelötet und gesagt, komm, jetzt kommst du vorbei, jetzt schauen wir die Werkstatt an. Die ist erstens günstig, die ist alt, das passt zu uns. Und dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht und jetzt sind wir da seit dem Sommer. Eigentlich mit der Geschichte, jetzt mit der Corona-Geschichte, vielleicht nicht ganz ideal, aber Gelegenheiten musst du einfach nehmen, wenn sie kommen. Und ja, jetzt sind wir da. Gut, dann bleiben wir jetzt ein bisschen beim Metier vom Gitarrenbau. Du hast Randi angesprochen, die haben grundsätzlich ganz verschiedene Korpus von Gitarren, auch, die ihr baut. Erklärt das den Zuschauerinnen und Zuschauern ein bisschen? Genau, der Andi. In diesem Segment hier ist mehr zuständig für Solid Body, also mehr so die elektrischen Gitarren. Er macht sie auf Kundenwunsch oder auf Eigendesign. Er ist selber Designer. Und ich bin eher so ein bisschen der Oldschooler, sagen wir mal so, der gerne schnitzt. Ich schnitze meine Gitarren aus einem Klotz Holz und mache Jazzgitarren. Das ist eher der akustische Approach. Der gefällt jetzt mir mehr. Dort, wo das Herz eigentlich verloren geht, dort wird gebaut. Ich will gerne schon lange auf die Musik übergehen, aber bleiben wir schnell beim Künstler. Weil natürlich auch als Gitarrenbauer bist du ein Künstler. Was hat es mit dem Holz auf sich? Oder ist selber so eine Gitarre bauen, wenn man dir zuschaut beim Spielen, ist das ein anderes Handling, ein anderes Feeling? Ist ja dein Baby, oder? Wie heisst sie? Die hat jetzt momentan ist einfach die Mahagoni, weil sie aus Mahagoni gebaut worden ist. Also sie hat noch keinen Namen, der kommt. Gewisse bekommen schon einen Namen. Ja, es macht einem schon mega stolz, wenn man so ein bisschen sein eigenes Baby in der Hand trägt. Und ich baue sie ja auch so, wie ich sie gerne möchte haben. Also mit allen meinen Wünschen. Und es ist sehr altbehaftet, alles ein bisschen auf die 40er Jahre, dort fühle ich mich ein wohl. Und doch, ich muss jetzt wirklich ohne zu blöffen sagen, es macht mich stolz, so eine Schätzchen in der Hand zu haben. Gehen wir jetzt aber auch auf den unvergleichlichen Sound ein, den sie hat. Wir haben jetzt auch ein bisschen zuschauen beim Spielen. Deine Mitschreiter, der Marco Schudel, habe ich schon gesagt, der Dominik Schürmann sollte du mittlerweile auch kennen, er taucht immer wieder auf, weil es offensichtlich nicht so viele gute oder nicht so versierte Bassisten gibt. Ich hoffe, jetzt hat es niemand beleidigt. Nein, gehen wir zurück ins Thema in der Musik. Mojo Swamp, eine Band, die es nicht erst seit gestern gibt. Nein, uns gibt es schon recht lange. Ich habe umstudiert und offiziell gibt es uns schon 18 Jahre.
Und wir kommen natürlich ursprünglich so ein bisschen vom traditionellen Blues, was eigentlich jetzt schon lange nicht mehr der Fall ist. Das hat sich gewandelt, das hat sich alles... Wir haben mal eine Sängerin gehabt, den ersten Sänger. Jetzt bin ich an der Front. Und die Musik, die wandelt eigentlich jetzt. Und wir formen jetzt so ein bisschen unser eigenes Ding, würde ich mal sagen. So. Es ist kein Blues, es ist kein Jazz, es ist kein Rockabilly, es ist kein Swing und doch ist alles zusammen. Ich liebe das, das Crossover, aber doch relativ oldschool. Wer schreibt denn oder sind das Cover-Songs? Ich schreibe die Songs, mit Hilfe natürlich von meinen Jungs, wenn ich noch weiter... Also Schreiben ist eben, als Musik machen ist immer einfacher, sage ich. Texten ist bei mir immer schwierig. Da lasse ich mir amigs ein bisschen einen Stupf geben. Aber die Songs dann ein bisschen erarbeiten und das machen wir dann im Bandgefüge zusammen. So. Tipptopp, dann würde ich sagen, eben, da sie eh nicht können jetzt auf Bühne gehen, Musik machen, sind beide bereit für euch, da, wenn ihr einen Wunsch habt für eine Gitarre. Wahrscheinlich nehme ich an, bringt man eine Zeichnung mit und tut das dann einfach mit euch umsetzen. Und es ist ein Showroom da, könnt ihr ausprobieren. Natürlich das alles unter den zukünftigen Corona-Massnahmen. Und dann denke ich, haben sie etwas zu tun und ihr werdet daheim Freude haben. Dann freue ich mich auf die nächste Band, die es gibt. Voilà. Losgeht. Danke vielmals. Schön gesehen.